Oh! Risarius down! Immer down. Runter! Ruf da! Oh, stun? Kann man öfter? Weiß ich nicht. Wolfriders. Oh, oh, nee, schon wieder, ey. Doch. Komm. Ey, komm, die sind damit. Ja, los, los. Jetzt, okay. Die haben ja auch nur einen Rex da. Ne, denke an Stun. Rechtsklick, ja. Oder? Oder was anderes? Ja. Rechts. So, komm, ran. Ne, lass mich ein Stück vor dir, dass du Stun kannst. Falls ich gestunt werde. Okay, hab gestunt. Zubeißen. Ja. Weiß. Warte. Ja, oh, sehr gut. Risari ist down. Immer down. Ruf da. Oh, Stun? Kann man öfter? Weiß ich nicht. Müssen aber. Ja, du hast. Ihr habt leider. Das ist halt ein cooler. Falsch getimed. Naja, und ihr habt zu früh gepfiffen. Oh, lol! Nein, was? What? Wie bist du denn runtergefallen? Nein, Rex. Ich bin erschossen worden. Ein Indominus Rex? Oh ja, die haben Indominus Rex hier. Das ist ja krank. Ja, aber die schießen, pass auf. Die haben irgendwas richtig Starkes zum Schießen, Ani. Ja. Oh, lol, du hast Lea Marsha noch gekriegt. Ja, aber der Indominus, der haut mich jetzt kaputt. Ernsthaft? Ja. Scheiße. Das war Verschwendung. Okay. Mist. Ich hoffe, ihr habt 250er Indominus. Alter, warum die das denn jetzt schon wieder her? Den haben sie schon etliche Sessions. Echt? Ach, Mann. Na, ich gucke ja deren Folgen nicht, ne? Deshalb weiß ich das alles gar nicht. Ah, bitter, ey. Shit. Ach, schade. Ja, aber die Spieler sind tot von denen, oder? Ja, aber dann müssen wir da ja mal schnell wieder... Also ja, ich wollte gerade sagen, hinlaufen und hoffen, dass zwar unseren Loot kriegen. Uiuiui. Nicht wundern, dass bei Mario nichts passiert. Der ist gerade wild aufgesprungen, um sich noch was Neues zu trinken zu holen. Rage Quit. Ja. Ich merke das schon. Also ich glaube, ich bin gleich bei meiner Leiche, Anni. Echt? Ich habe eben hier irgendwo einen Schlafsack noch gefunden. Ja, du, ich spreche doch überall meine Schlafsäcke hin. Ich habe doch alles voll damit. Ich habe gerade eigentlich meinen Schlafsack ausgewählt, aber ich bin woanders gespawnt. Ich habe eigentlich meinen Schlafsack auf der Mittelinsel ausgewählt und ich bin jetzt bei uns gespawnt. Das macht ja gar keinen Sinn. Alter, war das unlucky mit dem Indominus? Ja, das ist das war gar nicht unlucky. Einfach mal vorher gucken. Ist der nicht getarnt oder was ist mit dem? Ich habe ihn vorher halt nicht gesehen, nur den T-Rex. Ich habe gerade noch gesagt, das sind zwei, bevor ihr da wart. Mhm. Aber für die Zukunft? Mhm. Mal Anni, pfeif nicht direkt nach mir den zwei. Ja, ich habe den noch nie benutzt, ich wusste okay. Nicht, wie... Ja, aber hat einen Cooldown, deswegen warte einfach mal ein bisschen oder lauf weiter hinter ihm, sodass du dann nachstunnen kannst, wenn er gestunnt ist. Ja, genau. Dass, wenn die reinlaufen, du die stunnst und dann schön abfarmst. Ja. Ja, weil ich meine, den einen haben wir ja auch gekriegt. Eine kurze Frage. Aber die Spieler sind tot. Dominus Rex, das kann er sich jetzt tarnen? Nein. So wie der Rock Drake? So wie in dem Film? Ich meine, das kann er. Nein, der stand nicht getarnt rum. Der stand nein, aber das aber kann er. Aber kann im Grundsatz. Ich kenne ihn halt nicht. Ja, ja. Darum ging es ja. Oder nur aus dem Film und da kann er das. Das wäre nämlich hier voll gemein. geil. Oh shit. Ganz woanders. Weißt du, wo wir ungefähr waren, Ani? Also ich würde vermuten. Unterwegs. Ja, vielleicht so eher bei 65, 40 oder so in dem Dreh. Bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich sehe leider keinen Strahl meiner Leiche. Ja, ich. Nur, dass der Strahl weg, wenn die meine Leiche geplündert haben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, oder? Wenn die Leiche kaputt ist halt, ne? Ja. Ja, na, wenn der Sack liegt, da habe ich noch einen Strahl. Ja, da wird nichts mehr liegen. Ihr habt nur die Spieler getötet und ansonsten habt ihr nichts mehr dort. Ja. Ihr habt nicht mehr einen Rex kaputt gekriegt. Ja, um unseren Krempel zu loben. Außer wenn die deine Leiche noch da. What? Was? Your bleeding? Oh, ich habe irgendein wildes Vieh gefunden. Ach, ein Giga. Auf jeden Fall, es gibt keinen Strahl, wenn deine Leiche weg ist und der Sack gelootet wurde. Ja, genau, okay. Wozu auch? Was brauchst du dann auch noch? Ja, nein, klar. Witzig, okay, der Spino hat schon richtig geile Base-Stats. Da haben wir eigentlich den Trike gekriegt, da haben wir den gekillt noch? Ich bin mir nicht sicher. Was, den Trike? Reciting Trike, ne, gegen der war auch am Fighten bei uns drin. Unser neuer Spino hat dich schon gelevelt. Ne, ich hab jetzt noch einen jetzt. Ich glaube, ich sehe meine Leiche. Aber ich glaube, die machen nie wieder Fackeln an im Dunkeln. Na, was denn? Hat doch gut funktioniert. Ja. Sie haben uns angelockt. Die Mücken anziehen, ja. Den Dominus Rex. Ja, aber unabhängig davon, ihr seid halt cool. So zu zweit in eine volle Gruppe reingerannt. Also das ist Blödsinn. Nein, ich weiß nicht, ob da eine volle Gruppe war oder auch nur zwei, keine Ahnung. Die rennen nicht alleine rum. Also ich glaube schon, dass das nur zwei waren. Nee. Ja, ich wollte gerade sagen.
War nur eben auch noch zu zweit, wie die das erste Mal gekillt haben. Zwei gekillt und einer saß noch auf dem Indominus drauf. Nee, ich glaube, der auf dem Indominus ist tot. Nein, ist keiner gestorben von den Dinos. Nein. Oh, hier ist noch ein Spino, gibt's das? Der Indominus ist nicht tot. Das nee, der das nicht. Um eine Leiche ist noch ungelootet, glaube ich. Nein, der hat euch gekillt, der auf dem Indominus drauf saß, weil der Stun viel zu früh kam. Ja, ich glaube, der stand ein bisschen außer Range auf dem Indominus. Mann, ey, wo ist denn schon dieses Rare-Matten-Zeug hier? Hat das irgendwer mitgenommen? Ja, ich hatte welches mit. Aber wir haben noch was übrig gehabt. Auf jeden Fall noch sieben. Ich habe nicht alles mitgenommen. So, wir haben noch was. Was denn? Im Kühlschrank sind sieben. Ja, aber der Kühlschrank ist ja gerade ausgegangen. Der ist ja gerade ausgegangen. Es ist so blöd, dass man nichts sieht, ne? Stimmt, die wilden Kanus, die können sich ja auch tarnen, genau. Stimmt ja. Ach, die Kanus sind das? Ja, die können sich tarnen auf jeden Fall, genau. Das haben wir auch mal in der Nachbesprechung mal geklärt, richtig. Ja, deshalb denke ich auch nur, dass sie in Dominus das halt auch können, also ne, die wilden halt zumindest. Ich könnte mal meine Rüstung reparieren. Ich hab einen 202er Dracorex gezähmt. Hat einen 203er Dracorex? Was kann der denn 200, eigentlich? 202er Dracorex, keine Ahnung, einfach probieren. Okay. Der kann, glaube ich, auch so komisch jumpen. Okay. Die Leute so anspringen, oder was? Ja. Zumindest hat er das mal bei mir gemacht. Du hast übrigens recht, Mario, ne? Da waren drei Spieler, nicht zwei. Halt ein Patschi. Der Dracorex ist halt nur eine andere Form von Patschi. Ja, ich glaube, ich muss mich umbringen. Hier ist ja jetzt nichts mehr. Aber ich glaube, das Strike ist trotzdem gestorben, sonst hätten sie das schon gezähmt. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, du. Würde das im Tri-Block stehen? Ich schau gerade im Tri-Block auch. Ich bring mich jetzt mal kurz um und spawn wieder an der Base. Kompis sind ja lästig, ey. Oh ja. Ach, geht schon. Ja, wir haben Lea Marsch und Risari gekillt. Das ist nervig. Ne, dann war Lea Marsch halt das, die zu Fuß war da und geschossen hat auf uns. Wahrscheinlich, ja. Weil irgendeiner hat mit mir mega Salben reingegeben. Ne, Shadow war da ja auch noch unterwegs. Ach stimmt, Shadow ist ja auch noch wieder da, ne? Okay, dann ist mal neu ausrüsten. Ja, Panuka, ich wollte eigentlich die Giga 10 gehen, aber alleine brauche ich ja nicht lostingeln. Wo ist der Giga? Der ist. Na, auf der südlichen Wüsteninsel. 75-20. Wollte noch keiner mit dir mit? Nö. Soll ich zurückkommen? Ich komm zurück. Der Wüsteninsel war der. Ich dachte, hier in unserer Base. Nee, Wüsteninsel. Der T-Rex ist in unserer Base. Ach so, der T-Rex, ja. Ist aber kein Rare Sighting, oder? Nein, das ist ein 140er für so, die drei, die wir verloren haben. Nee, okay. Wollte gerade sagen. Na, Floß haben wir auch keins mehr. Neue Crafty, die ganze Zeit neue Flöße. Ich will Spinos. Nicht, ne, wundern, ich bring mich gerade um. Ja, ja. Ich laufe hier gerade hemmungslos. Also Floß steht hier. Warum spawnt ihr denn nicht in der Base, sag mal? Ja, ich musste mich auch nochmal, ich wollte ja erstmal gucken gehen, aber ich bin ja jetzt schon wieder in der Base. Hätte ja sein können, dass da noch was liegt. Ich hatte eben noch einen Lootstrahl da, nämlich. Ja, als wenn die irgendwas liegen lassen. Um die beiden Spinos. Also ernsthaft. Sicher nicht. Wenn ihr über die Wüstensee geht, dann könnt ihr auch die beiden Spinos mitnehmen. Ja. Oh, der Trike ist angeblich tot, da siehst du. Okay, na gut. Das ist ja schon mal was. So, ich bring mich jetzt um. Dann steig ich da steht er ja. Ragnar lebt noch, geil. Sexy. Hallo. 45, 65, Velociraptor. Das ist doch aber eigentlich auch wieder erreichbar, oder? 45, 65. Das ist die Nordspitze von der oder von der unteren. Was? 45? 45, 65, ein Velociraptor. Aber das müsste jetzt wirklich. Habe ich noch eins. Jetzt wenigstens zwei oder drei Leute immer am Stück losgehen. Das ist ja. Also es müssen wirklich immer dann mehr. Zwei oder drei oder ja, mehr genau. Ja, drei oder vier. Damit das was wird. Ne, weil die sind immer mehr als wir. Die sind immer also Unterzahl. Ich würde jetzt zum Giga los. Ja. Ich komme mit. Dann nehmt euch drei auch. Spinos und geht los. Nee, ich nehme Rex mit für den Stun. Ja, der Stun ist so gut. Der bringt so. Wir müssen ihn eh noch rüberbringen, die Giga, also von daher. Ja. Ah ja, stimmt. Ja, hast du recht. Hast du deine, also Taming-Sachen? Mario? Ja, ich habe ein Trophy-Dings mit und
Fleisch. Ich habe auch noch einen Arm dann. Okay. Also seid ihr zu dritt, alles klar, dann ruhig. Na, ja, aber ihr, da kann noch gerne einer mitkommen. Aber dann ja, halt ich brauche noch ein bisschen, bis ich da bin. Also. Ein, zwei Minuten. Ich könnte jederzeit losrennen. Na, komm doch mit. Ja, kommt der mit dem Spino, Mario? Na, Hiro ist mit dem Dings. Ja, ich nehme den auch den Spino mit. Soll ich auch irgendein Tier nehmen? Wenn, wenn ja, was? Gold kann man nehmen. Ich habe den hier eingeparkt, der ist noch ein bisschen schwach. Ja, Tunda braucht man nicht hin. Kannst du, er ist guter Junge nehmen, der ist gut. Guter Junge, was für ein Tier sind das? Ja, das ist der 140er Spino, den ich vorhin gezähmt habe. Ach so, der Spino. Wo ist der? Aber die haben beide 20.000 Leben, die beiden Spinos, und 400% Schaden. Ja, dann was, hat er schon draufgepackt, ne? Dann packe ich den einen wieder zurück. In der Base haben wir auch zwei Spino-Sättel übrigens, ne? Ja, ja, genau. Da hatte ich einen. Ah, okay. Ich würde den neuen aber mitnehmen, eigentlich. Ach so, dann etwa drei Spinos. Welchen T-Rex ne, willst du haben, Mario? Na, ich flieg's hier. Dann geh ich hier den holen. Er hat auch 14.000 HP schon, also. Trinkst du weg? Der hat ja so einen riesen Wendengekreis. Da kann ich schon mal losziehen. Hi, Archie. Ja, ich wollte es hier nur schon mal hinstellen. Mensch. Jetzt hast du den Hiro ausgesperrt. Die Tür vor dem Gesicht zugemacht. Passt schon. Ich weiß ja, wo der Knopf ist. Ich wollte gerade fragen, wo ist denn unser Floß? Ach, wir können ja schwimmen. Das ist ja cool. Na dann, hopp. Schwimm schon mal los hier. Die Flotte macht sich schon mal los. Die Flotte. Boah, man kann es aber die Karte sehen. Ich finde es so cool, dass Spinos nicht so eine riesen Wendekreise haben, ne? Ich finde es so cool, wie die drei Spino-Segel hier gerade im Wasser nur rausgucken. Was pass waren auf, das? 70, 25 oder irgendwie so? 75, 20. 75, 20. Ja, geil. Ich hab wieder... Ach, leck was mich, denn? Ey. Diese Rotze hier mit dem Hängenbleiben. Mit dem Floß? Hm. Wer ist ein Pike? Ja, dann stell dem vielleicht das mal so ist weit. Der also das hier kommt ja noch voll. Achso, ist der neue. Ja. Spino. Guck mal, ein bisschen unter Wasser, damit Mario auch rüberkommt. Ja, das über den komme ich eh nicht los. Absauche. Ja, wir können es ja weglocken, locker. Nee, das Floß fährt ja nicht mal. Achso. Ja, diesen blöden Bug, dass man hier durchrutscht. Mhm. Aber ihr müsst aufpassen, eure Spinos können gut tauchen, ihr aber nicht. Ja, ja, keine Sorge. Wo schwimmt ihr denn hier alle lang? Ich hab euch schon hier aus den Augen verloren. Haltet ich bin erstmal gerade rüber. Ja, und ich bleib ein bisschen zurück. Ja. Hiro ist ein bisschen zurückgeblieben. Bin ein bisschen zurückgeblieben. Ja, ich hab keine Lust auf irgend so einen Riesenball zu treffen. Also ich bin jetzt an einer anderen Küste. In der Riesenball tue ich nix. Los. Ich hab kein Fernglas dabei. Ja, ich meine diesen Pottball. Was macht, ist ja aggressiv der, nicht? Ja, ja, der schwimmt aber eh nicht rum. Hä, warum ist denn die Segelflosse im Sattel drin? Mit? Na, beim Spino. Man sitzt irgendwie neben der Flosse. Vor uns ist geradezu irgendwas lila, ne? Stimmt. Ja, das ist ein Giga. Nee, das ist ein 60er Tyranno. Ach, da. Ja, dahinter ist ein Giga. Der geht schwimmen. Alter, wie viel sind das denn? Alter, wie schön der T-Rex aussieht, ne? Ist auch so ein lila, naja. War leider mal zerknabber. Schwach auf der Brust, ja. Och. Was ist denn das hier links? Pass auf, wegen dem Brüllen. Ach so. Ja, du musst von hinten, wenn du von hinten rangehst, ist okay. Dann weiß ach so, das geht immer in eine Richtung, oder was? Genau, das hat auch ach so, ich dachte, das ist ein Umfallseffekt. So, das fächert irgendwie nach vorne. Du kannst auch, wenn du von der Seite ganz nah dran bist, dann brüllt er nicht mehr. Okay. Pass auf, 1000 Raptoren gleich hier. Und Dilos. Warum brüllt er denn? Weil du gebrüllt hast. Wie kann man denn auf vier Beine gehen? Gar nicht mit das den Spinos. Das geht nur bei den normalen, nicht bei dem Jurassic Park Spino. Schade. Sieht aus wie ein Hai, oder? Hat denn jetzt jemand den Industrial Forge gebaut, oder? Die ganzen Kompis. War das ein Jahr oder nein? Forge haben auch nicht genug Eisen. Hat noch keiner. Ah, okay. Spino. Ihr könnt euch aber gerne um den 140er Rex kümmern, wenn ihr wollt. Wo ist der denn? Na, in der Base drin. In der Base. Ja, mach ich. Lass mal auf Hiro warten, Clemens. Ja, ja. Wollt einfach auch ein bisschen was töten wegen EPs. Ja. Ja, wir sind gleich da, wir sind unterwegs. Ich muss hier noch ein bisschen regenerieren. Jemand von euch den Tyrannotitan, den gezähmten von uns, ins Wasser gezogen hier bei uns? Oder? Der ist bestimmt durcheinander gelaufen vorhin. Ja, da ist noch viel Zeug, was da halt noch rum. Aber das Gammelzeug steht auch da vorne rum, kann auch sterben, das ist nicht so schlimm.
Peter nee, wollte die Tiere abtränken. Und hallo Dizzy. Die habe ich nicht mehr einsortiert, die Gammelfiecher. Ist kein Gammelvieh. 246 ist kein Gammelvieh. Nee, das stimmt, das ist kein Gammelvieh. Alle ertränken. Ich hatte ja vorhin gefragt, kann man den Tyrannotitan wenigstens jetzt reiten? Weil wenn man den nicht reiten kann, ist er ein bisschen schade. Ja, trotzdem brauchen wir ja nicht. Können wir ja mitziehen irgendwie mal. Aska, kannst du mir gefallen tun? Den Multilink nochmal posten, weil irgendwie Alfred weigert sich zu arbeiten. Was? Habt ihr den wenigstens schon gefunden oder steht er einfach rum? Ich muss suchen. Nö, wir warten hier. Na, den könnt ihr schon mal suchen. Ja, ich wollte ja suchen. Ist das nicht der Giga dann hier direkt? Achso, auf was skimmen wir denn die Spinos jetzt? Leben und Schaden, oder nicht? Ja. Also ich hab die jetzt beide auf 20.000 Leben, 400% Schaden, ist die Frage. Na, mehr Schaden. Dann noch, gehen wir noch auf Schaden rauf. Marco, kannst du mir mal die Quartz geben, wo der sein soll? Bei 75, 20. 75, ja. 20. Ach, da hinten, okay. Ist ja hier direkt irgendwo. Okay, der leuchtet nicht. Ja, auf der anderen Seite quasi von dem Gebirge. Ich weiß nicht, wo du jetzt hin bist. Würde die eigentlich gerne hier alle wegkillen erstmal. Ich weiß gar nicht, wo der Hero hin ist. Der ist direkt an der Nordküste. Ach, da vor mir. Ja. Komm, erstmal den Giga hier weg. Ach, stimmt, war ja auch ein Giga, den wir suchen. Oh, das ist ein Spino. Kurze Check Frage. Mal das Level vom Spino. Beim Rex? Hier ist er, 150er Giganotto. Direkt vor uns. Das der ist Braune. Er? Der Braune. Einfach die Trophäe hinschießen, er frisst irgendwann, dann kann ich ihn angreifen, richtig? Nee, du solltest schon weiter schießen. Und nicht direkt vor deine Füße. Ja, und vor allem müsste er das auch fressen. Also ich hoffe, dass er das frisst. Ja. Also wir haben genug Trophäen dabei, wir können die auch alle, wenn die anderen kommen, dann hauen wir die halt weg. Würde ich sagen. Ja, der Spino macht hoffentlich gleich die Grätsche, wenn er nur Level 20 ist. Bestimmt. Er kann ja nichts. Wir können mal, warte mal, wir können den Rexi können wir anknallen. Der müsste ja herkommen und den Spino. Ja, warte, ich pull den, ja. Haben die jetzt Frieden geschlossen? Na, die kämpfen ja nicht gegeneinander. Den Spino erstmal. Den Spino? Haben? Ja, wie viel Zeug hier rumsteht. Soll ich einen T-Rex rechts auch holen? Na, den geradezu. Erstmal Spino wegklatschen. Das ist der ja da rechts, oder? Ja, ich geh mal rechts rum. Na, hier dahinter dem. Ach, der bei mir. Geh weg. Den Rex können wir auch lassen, den können wir auch nebenbei zählen. Welches Level hat der? Ich gar nicht 135 oder? Achso, ja, okay. Nicht der rechts ist, der hat 25, aber hinter am Felsen ist auch noch ein Rex. Ah. Ach, der da ganz hinten, den mal hier. Und der Giga hier vorne, das ist der. Ja, dann lock den schon mal ran. Und der blaue Rex ist cool, den hole ich mir gleich mal. Dann mache ich das, würde ich sagen. Ja, mach das, ja. Ich kann das eh nicht. Das ist halt, da sollte halt ist immer nicht so schwer, machen. Wenn du schon ein paar Mal Rex okay, der hat auch, hast. Ja, letztens Spino habe ich umgebracht. Angebissen. Also ich habe den jetzt schon ziemlich blutig hier und der sagt, das hat ihm nicht gereicht. Ja, du sollst ja nicht mit dem Rex drauf beißen. Wie oft haben wir da vorne schon gehabt, das Problem? Ja, dann muss er jetzt kurz recken. Ja, der reckt nichts mehr. Wieso reckt der nicht? Wie lange soll das dauern, so blutig wie der ist? Auf. Immer nacheinander zuhauen und dann merkst du auf einmal, dann kommt die Nachricht, dann stoppen. Ja. Deswegen nicht ganz durchklicken. Nee, ja, die hatte ich auch aber nicht. Aber das hat bei den anderen vorne auch schon nicht funktioniert. Wir haben ihn. Nicky, nice. Okay, cool. Wird ein gutes Kampftier, wenn er fertig ist. Ihr haut ja alles weg, ja? Ich fütter den ein bisschen und so. Warte ja, mal. Ich hab halt gerade die Augen offen, ob ich Gegner sehe. Ist der Baby-Rex oder was? Baby-Rex. Ja, geil, ey. Jetzt haben wir einen Giga-Rex-Hiding. War das schon nice? Pass mal auch hinten mit dem 135er-Rex. Wer ist naja, da reitet? Naja, ich hab schon alles weggehauen hier. Okay, der Giga macht. Das kommt der 95er-Alwurf. Okay, dann lass er es weg. Ach so, oh, danke, ich für die Beats, Dizzy. Ich hab grad nur das G gesehen, ne, und dann dachte ich Giga zuerst, ey. Das Problem ist, er kämpft gerade gegen den Dings, gegen den Dilo. Ach, ich kann mir ja vom Spino aus Quatsch, Dimo. Könnt ihr den Alu hier auch weghauen? Weil ich kann nicht absteigen, um ihn zu füttern. Ja, warte. Ich kann den anschießen und dann zu mir locken. Wo? Hier, Alter, direkt vor mir. Geht zu der Trophy. Komm. Hä? Ja. Jetzt. Ach, da hinten der, ne? Der blaue da hinten. Okay, also der Rexi kann gezähmt werden. Der am Felsen. Ja. Gut. Geh mal mit dem Spino ran. Ja. Was könnte man denn noch für ein Tier nehmen, um so einen Rex anzugreifen? Edmonto. Der würde reichen, ja? Ja. Aber ja, könnte ich jetzt halt mit einem kleinen Edmonto hingehen? Ich muss ihn von vorne angreifen. Okay. Dann nehme ich einen kleinen und hoffe, dass der Rex das überlebt. Alles klar. Arno down. Danke. Dunkel, okay.
Boah, ich hoffe jetzt, dass Gegner kommen. Jetzt haben wir so gute Tiere dabei. Nein, jetzt kommen keine Gegner erstmal. So, ist durch. Ja, ist durch. Er ist durch, ja. Ja. Ich hab Prime Meat mit. Ich hab auch noch Prime Meat mit. Erstmal streicheln. Aber was hat er gerade gemeckert hier? Achso, ich hab auch noch Pferdefleisch, wollte ich schon sagen. Schafsfleisch. Den Spino jetzt auf Schaden leveln? Ja. Ja, erstmal auf 500 Schaden hoch und dann wieder ein bisschen in den Lehm rein vielleicht noch. Jo. Auf 25 hoch. Ey, ernsthaft? Damit können wir die wohl beide so auseinander nehmen. Einfach kaputt beißen. Naja, schon. Sieht schon schick aus, das Viech hier. Oh, der hat aber ganz schön Schaden bekommen, ja. Ist egal. Ist egal. Ist ja egal. Liegt doch überall was zu essen, Mann. Guck mir die Sachen. Achtung aus dem Petri rechts, Mario. Pascal Kallas? Ich hab dich irgendwie nichts mitgekriegt. Aber das geht natürlich. Oh. Was kann denn die Rechtsklick-Attacke vom Spino? Ist ja süß. Der greift so komisch mit seinen Armen. Ja, Mario. Einmal umarmen, bitte. Ja. Mann, lass dich drücken. Soll ich dich drücken? Ja. Oh. Ja. Oh. Level 175 ist der, boah, ich bin so gespannt, wie der gleich aussieht, ey. Ja. Bestimmt eine halbe Stunde her, Asgard. 53 so. Minuten noch, ne? Ja. Oh, dann brauche ich jetzt, glaube ich, eine neue Trophy, oder? Die alte geht bestimmt nicht mehr. Na, wenn der noch blau ist oder so. Ich weiß es nicht. Oder rot leuchtet. Wenn dann, ne? Ja. Ich guck mal, ob er hier irgendwo ist. Ey, ich hoffe, wir treffen gleich mal die Nachtschatten, ey, die brauchen auch noch Prügel. Hm. Ja. Nee, da ist nichts mehr zu sehen. Es ist leider schade, dass der Anfang, dass wir den jetzt vergeigt haben, mit dem wir halt noch zwei neue Rechse hingefüttert haben, weil es war nämlich ein bisschen jetzt blöd. Ja, das war unlucky. Das war nicht unlucky. Nicht so doch, schlimm. Das war unlucky. Nee. Komm, wir haben zwei höherrankige Spinos gezähmt, einen hohenrankigen Rex, jetzt kommt noch ein vierter hochrankiger Rex. Also wir haben jetzt gut Kampftiere und vor allen Dingen, wir haben zwei Spinos verloren. Ja, du darfst aber nicht vergessen, die zähmen ja auch irgendwas. Es ist ja nicht so, dass nur wir zähmen. Ja, aber wir haben so viel. High-Level-Viecher sind schon mal weg. Das ja. Ist schon mal genau. Wir können auch gleich mal einfach einen Aufzug machen auf die Mittelinsel. Gucken, ob was spawnt und die ganzen Gegner wegfressen, die da langlaufen. Ich wollte auch gerade sagen, lass mal campen. Ach, lass doch einfach wirklich gleich mal mit echt starken Tieren gemeinsam als Gruppe einfach auf die Mittelinsel. Nur gucken, ob man da irgendeine kleine Action starten kann oder so. Ja, solange wir nicht noch mehr verlieren, weil wir jetzt nein, alles wenn wir mal als Gruppe laufen, dann nicht. Ein Spino-Pärchen im Wasser und ein Rex-Pärchen am Land. Ja, dann einfach echt zu fünft oder sechst. Wo ist das Problem? Ja, aber wenn das nichts bringt, pimmeln wir eine Stunde für umsonst rum. Ja. Panuka, bitte keine wir, Tipps. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen keine Tipps. Nee, bitte, und wollen wir auch nicht. Nee, auf keinen Fall irgendwie ja. Hinweise geben, wo jetzt die weil Gegner sind. Weil das wäre unfair. Das na, weil ich meine, die snipen nee. Uns ja auch nicht. Genau. Also, na, das wäre halt echt unfair, wenn wir also, das machen. Weiß ich zwar nicht, ob sie das machen, aber mir ja, wäre es auch egal. Wir wollen das nicht. Wir finden die, wenn dann per Zufall. Ja, und dann ist es nämlich auch viel überraschender, anstatt wir jetzt irgendwie Infos kriegen. Nur das, was wir wirklich hier selbst feststellen können, aber keine Tipps. Ja, aber Panuka, wir wissen ja nicht, wer da gezähmt hat, von daher ist es auch Wurst, wer da gerade rumhängt. Ja gut, also dass da welche sein müssen, stimmt schon. Ja, da hat Panuka recht. Ja, aber unabhängig davon, ne, die werden auch nicht mehr sein, wenn wir dort ankommen, also von daher. 60, Diplodocus. Redwood. Oh, guck mal, da können wir hin und dann fressen wir die weg. Ja, dann? Alter, ich will heute irgendwas killen noch. Ich habe richtig Adrenalin gerade hier in ihrem. So Adrenalin, wie du gerade vorhin vergammelt hast hier quasi. Ach komm, sei ruhig, du warst nicht dabei, du hast uns nicht geholfen, deshalb haben wir verloren. Kriegt er nämlich hin. Na. wir waren in der Unterzahl und haben zwei Spieler gekillt. Hallo, super. Könnt ihr bitte die Gegner blamen und nicht euch gegenseitig? Ich meine, wir haben eine 1er KD quasi. Ja, musst du so sehen, musst du so sehen. Ja, aber der also Kill bringt nichts, wenn du das Zeug von dir nicht kriegst. Alter, da hinten ist ein Spino und ein Rex. Oder seid ihr das? Wo fährst du denn jetzt, Mario? Oh, Alter. Na, ich wollte rüber. Warum sieht man die Namen? Was soll ich denn hier? Na, um Giga noch warten. Ich dachte schon, oh mein Gott. Dann stehen wir zu viert hier rum. Ja. Nee. Nee. Ja. Ja, wie kommt der Giga nach Hause? Schwimmen. Also keiner am Fluss mit von euch? Nee. Wollt ihr jetzt abhauen oder was? Ja, dann klaut ihr doch Der passt doch eh nicht hier drauf.
Der Giga. Ja, stimmt, ja komm, ja, dann lass er abhauen machen. Ich hab. Komm, wir gehen. Ja, aber das Problem ist, er passt ja eh nicht hier rauf. Ja, ist ein gutes Argument. Aber Leder und so ein Zeug habt ihr doch hier, oder nicht? Bauen ja, die haben so viel gekillt. Dann haben sie doch Leder dabei. Ja, Holz und Fiber braucht. Habt ihr Holz und Fiber, Freunde? Ja, aber hier sind ein paar Bäume. Macht den erstmal fertig. Tschö. Na komm, dann. So, gibt die sind es schon ein bisschen nuttig. Fertig. Ne? Cool. Ja, süße. Gibt es einen Grund, warum der hier nichts essen will? 258, alter Schwede. Nee. Ja. Ist satt. Ja, was? Na, du hast ja nicht mal die Anzeige. Ja, aber das ändert sich auch gar nicht. Na, da musst du dich mal genau drunter stellen. Oh, ich drop das einfach mal hin. Ja. Komm her, friss. Ja. Dann so. Bringen wir schnell die Rexe und den Spino nach Hause und dann. Ja, und dann gehen wir auf die Redwood. Jo.